herzlich willkommen zum Andachtsimpuls am 17. Januar 2021. Schön, dass du reinschaltest. Heute sind wir an der Fulda unterwegs und ich möchte mich mit dir zurückerinnern an ein Ereignis, das keiner von uns erlebt hat. Vor 180 Jahren in dieser Nacht erlebten die Menschen an der Fulda das schlimmste Hochwasser seit Menschengedenken. Heute führt die Fulda nur wenig Wasser. Vor 180 Jahren war das ganz anders. Allen wurde schnell klar, dass diese Fluten es in sich haben werden. Von der Fulda ging eine riesige Gefahr aus. Der Dezember und Januar waren kalt. Es gab heftige Schneefälle. Schnee und Eis türmten sich an den Häusern, Straßen und selbst auf den Flüssen auf. Plötzlich stiegen Mitte Januar die Temperaturen stark an. Die Schneeschmelze setzte ein. In ganz Deutschland schwellten selbst kleine Bäche zu reißenden Flüssen an. Vieles wurde mitgerissen. Die treibenden Eisschollen entwickelten gewaltige Kräfte. Baumstämme und Wasser bahnten sich den Weg. Uferbefestigungen und Brücken wurden zerstört, Gebäude schwer beschädigt. In der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 1841 kam das Hochwasser. Die Fulda erreichte eine Höhe, wie sie seit Menschengedenken nicht vorgekommen war. Gegen Mitternacht kamen Hilferufe aus den Melsunger Häusern am Fluss. Und das Wasser in der Straße an der Brücke stieg so hoch, dass es bis in das zweite Stockwerk hineinreichte. Die einzige Chance für die Bewohner war, in die oberen Stockwerke zu gehen und die Häuser über Schiffe zu verlassen. Nun bahnten sich die Wassermassen ihren Weg vorbei an Schwarzenberg in Richtung Röhrenfurt. Hier macht die Fulda einen Knick. Erst wenige Jahre später wurde der Bahndamm gebaut. Die alte Fulda war noch das originale Flussbett. Die Flut schaffte dann aber die Kurve um Röhrenfurt nicht herum und brach mitten durch den Ort durch, an der alten Schule vorbei und zerstörte die Grundmauer des Hauses des Schneiders Ludwig Stoibe. Baumstämme, Eisschollen und Wasser stießen ungebremst frontal gegen das Haus. Es bestand höchste Gefahr, dass das Haus bald einstürzte. Im Stoibeschen Haus waren 13 Personen, darunter 9 Kinder. Sie waren gefangen, eingeschlossen, mitten im Hochwasser, mitten in der Nacht. Was also tun? Entkommen? Keine Chance. Hinein in die kalten Fluten stürzen? Keine Alternative. Und warten, bis die Fluten abnehmen? Nein. Denn die Grundmauern des Hauses waren bereits zerstört, die Seitenwände eingerissen. Es konnte sich nur noch um Minuten oder Stunden handeln, bis das Haus einstürzen würde. In dieser Nacht warteten 13 Menschen in diesem Haus auf ein Wunder. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. In dieser Nacht wurde Hoffnung gebracht. Ein Nachbar, Konrad Biermann, erkannte die höchste Not und handelte. Er eilte zu Fuß nach Schwarzenberg, um dort einen Kahn zu holen. In dieser Nacht riskierte er sein Leben. Denn über die Fluten manövrierte er das Boot, um an dem einsturzgefährdeten Haus vorne anzulegen. Der Plan war, die Bewohner durch ein Fenster hinabseilen zu lassen. Aber der Plan misslang. Er konnte nirgends anlegen. Völlig entkräftet übergab Biermann das Boot an 4 andere Röhrenfurter Männer. Sie steuerten das Haus von hinten an, im Schutze der Fluten. Und dort mussten die Bewohner nun ein Gefach aus dem oberen Stockwerk heraustrennen
und konnten sich abseilen. Die 9 Kinder, darunter ein einjähriges Baby, wickelten sie in Tücher und ließen sie hinab. Kaum waren sie aus dem Haus, brach es zusammen und die Fluten rissen alle Reste mit sich. Wie durch ein Wunder kam in dieser Nacht kein Mensch ums Leben. Gott sei Dank. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die Zeit der Rettung ist da. Jesus deutet hier zum ersten Mal an, warum er auf die Welt gekommen ist. Als bei der Hochzeit zu Kana der Wein alle geht, verwandelt Jesus Wasser zu Wein. Sonst hätte die Hochzeit ein nüchternes Ende genommen. Alle Festgetränke waren alle. Aber nicht, wenn der Sohn Gottes da ist. Die ganze Welt, die Diener, die Jünger, alle Hochzeitsgäste sollen sofort erkennen, was hier los ist. Gott vermählt sich mit den Menschen und alle sollen teilhaben an dieser großen Hochzeit. Wenn Jesus Christus dort ist, dann gibt es nur die besten Getränke. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Es ist kein Zufall, dass hier die Krüge neu befüllt würden. Diese Krüge waren vorgesehen für die gesetzlich vorgeschriebenen jüdischen Reinigungen. Und dort, wo nun kein Wasser mehr drin ist, werden sie nun neu befüllt mit edlem Festwein. Jesus sorgt für Fülle, wo Mangel ist. Jesus befüllt die Lebenskrüge neu mit neuer Energie. Du kannst bei Jesus neue Energie bekommen, wenn dein Akku alle ist. Und er schenkt dir neue Hoffnung, wenn du voller Sorgen und Traurigkeiten bist. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass Jesus dir neue Hoffnung geschenkt hat, wo du vorher am Boden lagst. Oder vielleicht denkst du auch jetzt gerade, ich schaue hinauf zu den Bergen, Gott, und frage dich, woher kommt mir Hilfe? Oder vielleicht schaffst du noch nicht mal mehr das gerade, positiv und hoffnungsvoll in die nächste Zeit zu blicken. Aber Gott versorgt dich. Er hat dich bis hierhin versorgt und er wird dich auch weiterhin versorgen. Da kannst du dir sicher sein. Glaubst du daran? Der Familie Stoiber hat Gott vor 180 Jahren ein neues Leben geschenkt. Diese Lebensrettung ist es, die Gottes Geschichten mit den Menschen so einzigartig machen. Aber nicht nur dieses. Gott belässt es nicht nur dabei. Jesus hat das Wasser in den Krügen nicht zu einem mittelmäßig guten Wein werden lassen. Es wurde der edelste, kostbarste Festwein. Und so auch bei der Familie Stoibe. Sie sind in dieser Nacht zwar mit dem Leben davongekommen, aber sie waren obdachlos. Und nun geschah das zweite Wunder. Angezettelt vom Röhrenfurter Pfarrer Reinhard hat es Spenden gegeben. Er schrieb nämlich von dem Verlust des Anwesens der Familie Stoibe in der Kasselschen Allgemeinen Zeitung. Und die Reaktionen waren in so unerwarteten Dimensionen, dass die eingegangenen Spendengelder es sogar beinahe schafften, die ganzen Material- und Arbeitskosten zur Wiedererrichtung eines neuen Hauses zu finanzieren. Die Familie Stoiber erlebte hier also in diesen Tagen die Großherzigkeit der Mitmenschen aus der Region und aus ganz Kurhessen. Gott wirkt durch Menschen. Gott wirkt in dir und mir. Jesus hat sich mit seinem Leben für dich hingegeben. Er befüllt deine Lebenskrüge neu. Und der Heilige Geist lässt uns einen großherzigen Blick für unsere Mitmenschen haben. Thank you.
Gottes Wort für die neue Woche lautet: Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.